Ich bin Steffi, heute zeige ich euch meine ersten Sprösslinge. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie es aktuell aussieht auf meiner Fensterbank bzw. meinen Fensterbänken, wie der aktuelle Fortschritt so ist. Ich sähe ja alles, was ich selbst anpflanze zu Hause, sähe ich selber aus. Also ich kaufe mir keine fertig gezogenen Pflänzlinge, Setzlinge, sondern ich sähe das lieber alles selber aus. Ich habe euch ja hier schon gezeigt in einem vorigen Video, wie ich die Paprika angesät habe in meinem hier provisorisch selbst gebastelten Gewächshaus aus Müll im Endeffekt. Die sind jetzt schon gut hier gekommen, so ungefähr 3 Wochen dürfte das jetzt her sein. Ich habe es mir, glaube ich, gar nicht genau aufgeschrieben. Der hier sieht ein bisschen mickrig aus und einer ist, glaube ich, gar nicht aufgegangen. Ein Paprikapflänzchen. Und die sind jetzt schon so weit, dass man die demnächst pikieren kann. Das zeige ich aber in einem anderen Video dann noch. Die Erde ist auch ein bisschen grünlich hier geworden, das macht aber nichts weiter. Ist jetzt nicht so schlimm, solange da nichts schimmelt, ist alles in Ordnung. Und ich mache jetzt den Deckel nochmal drauf. Dann geht es weiter. Zeige ich euch hier die Tomatenpflanzen. Die sind jetzt ungefähr seit einer Woche gesprießt. Sind jetzt leider auch schon ein bisschen hochgewachsen und so ein bisschen schräg zum Licht. Da muss ich aufpassen, dass mir die nicht irgendwann vergeilen, nennt sich das. Ich warte jetzt noch, bis sich das zweite Blattpaar entwickelt und dann werde ich die auch pikieren in einzelne Töpfchen. Ja, wie gesagt, das zeige ich in einem anderen Video. Das ist auch ganz einfach. Da braucht man auch keinen extra Pikierstab für 10 Euro oder was. Das geht viel einfacher. Ich mache mal weiter hier. Das habe ich erst vor wenigen Tagen ausgesät. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Hier sprießt der Thymian. Da habe ich relativ dicht ausgesät und relativ flach bedeckt, also so gut wie gar nicht bedeckt, weil das ein Lichtkeimer ist. Der benötigt also unbedingt Licht und darf nicht so, so dicht mit Erde besetzt sein, sonst wird das nichts mit dem Sprießen. Hier hatte ich leider keinen solchen Deckel jetzt mehr übrig, deswegen musste ich auf so eine Plastikfolie ausweichen, um ein schönes, warmes und leicht feuchtes Klima zu erzeugen. Ich habe allerdings hier überall kleine Luftlöcher reingepiekst mit dem Zahnstocher oder mit einer Gabel kann man das machen, damit eben nicht alles beginnt zu schimmeln und dass ein bisschen Luftaustausch eben gewährleistet ist. Und zu guter Letzt auf dieser Seite geht es noch weiter. Das ist ebenfalls alles erst vor so etwa 3, 4 Tagen ausgesät, deswegen kann man hier noch gar nichts erkennen. Ich mache mal den Deckel ab. Hier bei den beiden, da hatte ich noch so alte Kokostabletten als Ansaathilfe. Ich finde die aber eigentlich gar nicht so gut. Ich wollte nur den Rest jetzt noch loswerden. Ja, die halten eigentlich das Wasser ganz gut, deswegen werden die gern genutzt beim Ansäen. Allerdings finde ich, dass wenn die Pflanze erstmal sprießt und Wurzeln bekommt, dass nur wenige Pflanzen so kräftige Wurzeln haben, dass die hier durch dieses Vlies sich durcharbeiten können. Und ja, deswegen finde ich das jetzt nicht so empfehlenswert. Was ich hier noch angebaut habe, das sind Artischocke und hier Auberginen. Ich hoffe, das wird noch was, weil das Saatgut schon ein bisschen älter war. Und hier auch wieder ohne Deckel, aber mit Plastikfolie und Luftlöchern. Hier habe ich jede Menge kleine Salatpflänzchen angebaut. Ja, da lasse ich mich jetzt überraschen, wann das alles kommt und ich halte euch auf dem Laufenden. Zu guter Letzt zeige ich euch noch meinen kleinen Liebling aus dem letzten Gartenjahr. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass bei dieser Paprikapflanze eine Schote über den Winter gewachsen ist und die ist jetzt rot geworden. Ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein. Ist zwar ziemlich klein und mickrig, die ganze Pflanze ist auch noch nicht so groß, aber ich habe eine rote Paprika im Haus bekommen.
werde demnächst ernten können und verspeisen und hoffe, die wird ganz besonders schmecken. Juhu! Ja, über diese Paprikapflanze freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ich freue mich auch jetzt schon, wenn ich die wieder draußen in den Garten pflanzen kann. Da geht es ja doch wieder ein bisschen besser als hier im engen Topf im Winterquartier. Ich bin gespannt, was noch draus wird und auch was aus meinen anderen ganzen Pflänzchen wird. Seid gespannt, ihr könnt mir gerne weiter folgen. Wenn ihr selber irgendwas anpflanzt, würde ich mich freuen über einen Kommentar, was ihr so alles anpflanzt zu Hause, wie es euch geht mit den Fortschritten, ob ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Fragen vielleicht. Wie schon mal gesagt in einem anderen Video, ich bin kein Experte, aber ich habe halt schon die ein oder andere Erfahrung mittlerweile sammeln dürfen. Ja, schreibt mir eure Fragen, schreibt mir eure Anregungen und schreibt mir doch gerne, was ihr zu Hause anbaut. Ich freue mich drauf. Ciao!